Hallihallo die Leute und wir sind bereit für den letzten Gegner im Finalcup bei Pokémon Trading Card Game 2. Nun ist Rod an der Reihe und ich würde mal sagen, wir sind bereit gegen ihn gegenüberzutreten, nachdem wir die letzten drei endlich alle gepackt haben. Wollen wir doch mal gucken, ob wir es hinkriegen. Setze 6 Preiskarten an der Seite. Ich werde die Pokémon-Karten der Legende nicht so einfach davonkommen lassen. Wollen wir doch mal gucken, Drachen-Themendeck hat er auf jeden Fall. Das heißt, das wird nicht leicht. Ich finde seine Frisur irgendwie lustig, aber es sind definitiv andere Bilder. Er hat keine Basis-Pokémon. Feuer? Warum hat er Feuerenergie? Okay, dann hat er wahrscheinlich auch Glumanda, Glutexo und Glurak. Ach du Scheiße. Okay, das will mir gerade nicht gefallen. Na gut, das ist im Prinzip auch Drache, wenn auch Feuer, aber scheiße, dann ist dieses Deck doch die beschissenste Wahl. Wenn er Feuer-Pokémon hat, auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, ich nehme als erstes Hornliu. Einfach wegen Vergiftung. Wobei Bisasam mit 2 Energiekarten schon 30 KP Schaden machen kann. Na komm, ich nehme Bisasam. Ist egal. So. Paras und Hornliu kommen dann auf die Bank. Damit die erstmal ein bisschen voll aussieht. Gut. Und wir dürfen anfangen. Sehr schön. So gehört sich das. Windhauch. Er hat einen Sichlor. Und natürlich einen Glumanda. Das wird Bisasam auf jeden Fall ordentlich Schaden machen. Mit einem Angriff ist Bisasam dann weg. Oh Mann. Ich hoffe, dass er seine erste Energie auf Sichlor legt. Weil dann kann ich nämlich... Das wäre aber auch problematisch. Das ist jetzt echt blöd. Warte, wie viel zieht ein Paras ab? 20, naja. Trotzdem, das wird auch verglühen. Also, dieses Duell wird scheiße. Es sei denn, ich habe das Glück, er zieht keine weiteren Basis-Pokémon, dann könnte es noch klappen. Sonst würde ich sagen, ist dieses Duell so gut wie gelaufen schon. Also ich muss definitiv das Wasser wegnehmen. Sonst habe ich keine Chance gegen ihn. Ja gut, das Schlimmste ist eingetroffen, ich habe verloren. Dass er so übel ist, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist nicht nur wirklich so, dass es keine Rückzugskosten hat. Das ist dann ja richtig scheiße. Muss ich gerade wirklich sagen. Dass er tatsächlich keine Rückzugskosten. Warum? Also zumindest eine wäre nicht verkehrt gewesen, weil es schon recht übel ist. Okay. Dann heißt es wieder... Auf Gift vertrauen. Sonst war es das. Das ist so übel gerade. Ach, scheiße. Ja. Das wäre jetzt gelaufen, Leute. Das muss ich nochmal probieren. Meisterball. Oh. Sieh dir die 7 Karten auf der Spitze seines Decks an. Du kannst ein Basis- oder eine Entwicklungs-Pokémon-Karte von diesen auswählen. Zeig sie deinen Gegner, dann packe sie in deine Hand und mische in den Rest deines Decks. Eine Dragonier-Karte, okay? Was aber... Wollte gerade sagen. Gut, dann habe ich sowieso jetzt verloren. Kann ich jetzt machen, was ich will. Ich kann auf jeden Fall nichts mehr rumreißen. Das ist richtig blöd. Dann würde ich sagen, komm Paras, geh du rein. Jetzt sowieso gerade scheißegal. Ich könnte zwar noch Windhauch einsetzen, aber selbst damit kann ich nichts mehr machen. Also das ist schon richtig beschissen gerade. Aber ich hätte auch nicht wirklich damit gedacht, dass er wirklich dann Feuer-Pokémon auch mit drin hat.
Weiß noch nicht mal, ob er das im ersten Teil auch so hatte. Na gut, aber man sollte immer bedenken, Drachen-Pokémon sind auch Glumanda, Glutexo und Glurak. Sprich, das ist dann doch ein bisschen scheiße. Ja, ich habe das falsche Deck gewählt. Und werde jetzt damit bestraft. Juhu. Ach Gott. Ja, toll, ich kann nur Wickel einsetzen. Ja, mit 10 KP überlebe ich aber trotzdem. Scheiße. Das hätte klappen müssen mit der Pyrolyse. Jetzt kommt ein anderes Glumanda. Ja, toll. Vergesst es. Ja, gut. Somit ist es klar, wer gewonnen hat. Ich werde nochmal starten dürfen. Na toll. Es war zu schnell, das Duell. Aber auch nur, weil ich das falsche Deck gewählt habe. Gut, Rod, jetzt weiß ich wenigstens, was du hast. Also, kannst du auf jeden Fall schon mal sicher sein, was hier gleich in der nächsten Runde blühen wird. Es scheint, deine Fähigkeiten sind ein bisschen... unterwältigend in dem Moment. Es tut mir leid, aber ich kann dir die Pokémon-Karten der Legende nicht geben. Nun, ich glaube, ich muss dich bitten, zu gehen. Naja, Leute, das Ganze machen wir auf jeden Fall nochmal. So viel steht fest. Ach, mit. Naja, ich würde sagen, bis gleich. So, und so schnell geht das schon wieder. Wir sind wieder bereit. So, diesmal wollen wir aber unser Deck ändern, also ein anderes Deck nehmen. Nämlich das Wasserdeck. Also damit habe ich auf jeden Fall deutlich bessere Chancen als anders. Speichere ich auch nochmal, dass ich dieses Deck jetzt habe und dann quasi nur noch ins Duell muss. Nein! Also dann möge das Duell gegen den Drachenkartenspieler beginnen. Wenn er gleich schon Glumanda einsetzt, ist gut. Wobei Sichlor in dem Fall halt ein bisschen problematisch ist, aber gut. Er braucht halt ein paar andere Dinger. Okay, Shiki ist schon mal gut. Mit 20 KP Schaden habe ich da schon mal ein sehr gutes Basis-Pokémon. Aber nur eins ist natürlich blöd. Ja gut, gucken wir mal, wie das läuft. Okay, er darf anfangen. Mit Dratini. Ja, dann, warum hat er noch so einen scheiß Kangama? Na gut, soll mir recht sein, ich brauche meinen Vulpix. Das bringt Aquana leider gar nichts. Aber zumindest eine andere Vorentwicklung. Energiesuche, Wasserenergie. Läuft mal wieder super. Ich kann mir kein besseres Duell vorstellen gerade. Naja, zumindest wird der Dratini keine Energiekarten geben. Sprich, ich habe erstmal noch das Glück, dass ich keinen Schaden bekomme. Aber sobald ich gegen Glumanda gegenübertreten muss, ist sowieso vorbei. Ich könnte den Pilz-Teleporter mal versuchen, dann kann ich nämlich 4 Karten ziehen. Yes, und ich kann sie sogar. Starmie, Carpador, Evoli und Wasserenergie. Also Evoli ist schon mal nicht verkehrt für Aquana. Ja, brauche ich nur 3 Wasserenergie, das passt. Ich könnte sogar Energiesuche machen. Ich hätte sogar noch das dunkle Aquana, das braucht aber auch 3. Die Frage, welches von beiden wäre sinnvoller. Also das wäre 30 plus jede Wasserenergie. Das heißt, wir können Aquana zu einem übermächtigen Wesen machen. Ich glaube, das werde ich sogar auch entsprechend machen. So, dann suchen wir noch eine Energie. Und wäre sogar... egal. Das weiß man ja leider vorher nicht. Erstmal kriegt Shiki die nächste Wasserenergie. Einfach damit wir schon mal ein bisschen Schaden machen können. Bei 20 KP ist deutlich besser als nur 10. Auch wenn es für diese Dratini nicht ganz reicht. Dafür wird Glumanda gleich lästig. Jetzt ist nur die Frage, welches Glumanda ist das? Okay, dieses und das. Und noch Kangama. Also die Glumandas haben beide Wasserschwäche. Die könnte ich auf jeden Fall mit dem Wasser-Pokémon erledigen. So, jetzt kriegt aber erstmal Evoli ein bisschen Wasserenergie. Und dann machen wir erstmal Dratini fertig. So. Jetzt muss ich nur gut überlegen, ob das alles gut genug durchdacht ist. Ich habe noch so einen Aquana, na toll. Eine Wasserenergie wäre gut gewesen.
Als Preis wäre das auch in Ordnung, aber Kangama wird auf jeden Fall dauern. Ich merke schon, er wird es auf jeden Fall darauf hinaus setzen, dass er auch so eine Übermacht hinkriegt. So, Moment, da ist Aquana. Ich würde sagen, ich nehme das einfach, weil, wie gesagt, wenn ich da noch ein paar Wasserenergie drauflege, dann kann ich ordentlich Schaden mit diesen Aquana machen. Und das ist quasi jetzt mein Ziel. Hier wäre sogar Shillock. Warum sehe ich das jetzt erst? Ist doch wohl klar, was ich da mache. Wäre dumm, wenn nicht. Ich meine, ich brauche noch nicht mal eine weitere Wasserenergie dafür anlegen. Und schon wieder ein Dratini. Ja, mit wirklich starken Pokémon kommt er gerade noch nicht an. Aber wie gesagt, ich habe sowieso bald schon hier eine Übermacht. Sofern ich jetzt Aquana die ganzen Wasserenergie gebe, ist eigentlich alles gut. So, nochmal Surfer. Also eigentlich ist wirklich diese Aquaknarre von Aquana wirklich schon ziemlich mächtig. Aber auch nur, wenn man wirklich entsprechend Wasserenergie auf dieses Pokémon dann legt. Also man kann es auf jeden Fall so machen. So. Also Starmie werde ich auch noch ausspielen. Und dann spiele ich Professor Eich. Ich brauche auf jeden Fall neue Karten. Zumindest sehr viel Wasserenergie noch, wenn es geht. Weil dann wird sein Deck keine Chance haben. Und ich hätte sogar noch einen Garados. Das könnte ich sogar auch schon ausspielen. Ist nur die Frage, welches Carpador nehme ich dafür? Ist eigentlich schon egal. Sobald es die 30 KP Carpadore. Nee, dann würde ich sagen, werde ich erstmal die nächsten Wasserenergie auf Garados legen, damit ich wenigstens auch 50 KP Schaden machen kann. Also viel kann nicht mehr schief gehen. Das sieht schon mal besser aus als vorhin bei dem Versuch, zumindest. Na, Arktos, okay. Besser kann es echt nicht mehr laufen. Wenn ich jetzt sogar schon das Arktos habe. Gut, der hat Glutexo. Von mir aus. Ich habe ein mächtiges Garados, das macht 50 KP Schaden, dann ist sein Glutexo auch immer Eimer. So, deswegen erstmal die Energiekarten dort anlegen. Und ich würde sagen, ich setze wirklich Arktos auf die Bank, falls ich es nochmal brauchen sollte. Was ich nicht hoffe. Und dann surfe ich noch eine Runde. Gut, gut. Also dieses Duell sieht wirklich schon sehr gut aus. Ich freue mich schon, wenn ich ihn fertig mache. Und ihm wirklich zeige, oh, was wahre Übermacht bedeutet. Energieverbrennung. Solange wie du während deines Zuges willst, vor deinem Angriff, kannst du alle Energiekarten, die auf Glurak gelegt sind, in Feuerenergie umändern für den Rest deines Zuges. Die Kraft kann nicht benutzt werden, wenn Glurak schläft, verwirrt oder paralysiert ist. Ach du Heilige. Okay, Moment mal. KP Schaden, aber er muss zwei Energiekarten dafür ablegen. Hat er Wasserschwäche? Hat er, gut, dann muss Garados nur noch einmal angreifen. Und dann ist das Pokémon auch erledigt. Sprich, auch wenn ich jetzt Shillock gleich verliere, ist es mir egal. Okay. Also Glurak kann ich auch schon mal erledigen. Das sieht doch schon mal besser aus, als ich gedacht habe. Es ist zwar klar, dass das einsetzt. Sonst kann er ja momentan nichts. Dann wird jetzt die Pokémon-Power mit Sicherheit einsetzen, dass er die vierte Feuerenergie hat. Und dann geht's mir an den Kragen, ja. Und tschüss, Shillock. Aber weißt du was? Was du kannst, kann ich schon lange. Sollst du ruhig den Preis kriegen? Ich habe einen Garados. Und das tut dir gleich richtig weh, Glurak. Also Glurak ist echt nicht zu unterschätzen. So, Drachenwut. Und dann war es das auch schon mit Glurak. Obwohl, nicht ganz. 120 hat es ja. Ach du Heilige. Gut, egal. Brauche ich trotzdem nur noch einen Angriff und dann ist es weg. Also angreifen kann er damit nicht mehr. Deswegen, das war's für ihn. So, dann gehen die nächsten Wasserenergie noch auf Aquana. Ich könnte theoretisch noch Winter machen, aber es wäre dumm. Wobei, eigentlich nicht. Da kommt Glumanda noch nicht mal zum Angreifen. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch. Windhauch.
So. So holen wir uns ganz schnell die Preise und mache ihn schneller platt, als ihm lieb ist. Vor allem, er müsste ja zwei Energiekarten jetzt auf Glurak anlegen, um überhaupt nochmal angreifen zu dürfen. Aber 100 KP Schaden ist das aber auch echt nicht zu verachten. Er hat noch ein... Okay, jetzt habe ich aber keinen Windhauch mehr, verdammt. Na gut, ist egal. Das ist mir gerade echt egal. Ich hätte eigentlich echt gedacht, er kommt noch dazu, irgendwie meinen Dragoran zu spielen. Aber nee, das Glück haben wir dann doch auf unserer Seite. Gut, mach was du willst, du hast eh verloren. Dieses Glumanda kriegst du nicht mehr zu einem Glurak. Also, da war dieser Trainerkarte, die er eingesetzt hat, schon ziemlich sinnlos. Im Prinzip könnte ich noch eine Wasserenergie auf Aquana weitersetzen, aber es bringt jetzt eh nichts mehr, weil Glumanda ist weg und wir haben gewonnen. Kriegen die letzte Preiskarte und er hat auch keine Basis-Pokémon mehr. Also quasi ja doppelter Sieg. Von daher, wir haben es geschafft. Wir haben sie alle besiegt. Wow. Großartig, DJ Kerr. Du hast sie wundervoll gespielt. Du bist der einzige... Du bist der einzige fähige Spieler, der die Pokémon-Karten der Legenden... dem sie passen. Hier, ich... Es ist mir eine Ehre, dir die Pokémon-Karten der Legenden zu übergeben. Damit hätten wir Lavados. Kennen wir ja schon. Zapdos. Oh, das ist sogar ein ganz anderes, als wie wir es im Kampf erlebt haben. Großer Donner. Wähle ein Pokémon, ein anderes als Zapdos Moment, langsam. Oh Mann. Wähle ein anderes Pokémon als Zapdos durch Zufall. Dieser Angriff macht 70 Schaden zu diesem Pokémon. Schwäche und Resistenz werden auf diesen Angriff nicht berechnet. Alle anderen Effekte bleiben behalten. Und Schwäche und Resistenz... Ja gut, jetzt ist nur die Frage, geht das auch für die eigenen Pokémon? Ich meine, das war richtig böse. Und da haben wir Arctos. Das Gameboy Arctos ist auch übel. Eisatem. Macht 40 Schaden zu einem deiner gegnerischen Pokémon, die durch Zufall ausgewählt werden. Schwäche und Resistenz werden für diesen Angriff nicht abgezogen. Ja, das Übliche halt. Und Dragoran. Eine Pokémon-Karte, die wir in diesem Duell überhaupt nicht gesehen haben. Ist aber auch nicht zu verachten. Wirft zwei Münzen. Dieser Angriff macht 30 Schaden für die Anzahl an Kopf. Jetzt habe ich die Pokémon-Power gar nicht durchgelesen. Egal. Mit diesem DJKR kannst du furchtlos das GR-Schloss betreten. Einmal dort wirst du den großen GR-Anführer König Willichi gegenübertreten. Ich fürchte, es ist der einzige Weg, Team GRs schreckliche Wege einkehren zu lassen. Die anderen Großmeister und ich freuen uns auf diese Veränderung. Wir können dann endlich wieder mit den Karten spielen. Ja, mit Team GR... Moment, nein. Wir können dann endlich wieder friedvoll mit Team GR Karten spielen. Gib dein Bestes, DJ Kerl. Das versuchen wir. Und theoretisch könnte man das bestimmt nochmal machen. Wenn man noch mehr von diesen legendären Karten haben will, oder? Ja, könnte man. Aber nee. Wir haben, was wir wollten. Muss nur das Deck dann entsprechend noch anpassen. Ist hier vielleicht ein Wettbewerb? Nein. Gut, dann gehen wir wieder zur GR-Insel und betreten das Schloss nochmal. Jetzt, wo wir alles haben, was wir brauchen, können wir direkt abheben. Und machen uns bereit für den Abflug. Ja, lass mich durch, Mensch. Ja. Lass mich nicht einfach so durchlassen. Wäre viel einfacher. Na dann, Abflug. Dass man es nicht irgendwie beschleunigen kann. Aber doch, geht. Gut, muss man auch erstmal wissen. Mit B kann man das beschleunigen. Das geht aber wahrscheinlich auch erst, wenn man das komplett einmal angesehen hat. Wir sind auf die A1 angekommen. Erkunde die Insel zu deinem Vergnügen. Ja, ja.
Machen wir. Aber erstmal will ich noch mal gucken, ist hier vielleicht noch ein Wettbewerb? Ansonsten gehen wir wirklich zum Schloss. Nein, Wettbewerb ist keiner mehr. Schade. Naja, gut, egal. Dann wissen wir, was als nächstes kommt. Nämlich das große Finale im GR-Schloss. Natürlich muss ich erst mein Deck umstellen, bevor ich hier gegen den ersten antreten darf. Aber liebe Leute, das mache ich dann jetzt offscreen. Und im nächsten Part werde ich mal gucken, wie ich die legendären Karten quasi mit einbinde. Das wird auf jeden Fall keine leichte Entscheidung. Aber wir müssen es irgendwie ja leider machen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Deswegen bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.